Hallo zusammen. Wie ihr seht, bin ich ein bisschen dicker eingepackt, weil es sind 17 Grad und noch weniger. Ich bin ja gestern in Perth angekommen, habe natürlich wieder den falschen Bus genommen und durfte nachher mit drei Bussen fahren und noch ein Stück laufen, damit ich zum Hostel komme. Aber ich habe es im Dunkeln dann trotzdem gefunden. Hostel mega cool. Ich bin mit vier anderen Deutschen auf dem Zimmer. Es sind viele Deutsche auf jeden Fall da, aber die sind auch irgendwie Samstag dann schon wieder alle weg. Ich werde heute das Hotel auf jeden Fall für 2 Wochen verlängern, weil ich gestern meine Steuernummer beantragt habe und die dauert halt bis zu 3-4 Wochen, bis die kommt. Jetzt habe ich heute Morgen schon einen Bankaccount eröffnet, wollte dann eigentlich Geld abholen, aber meine Mastercard von Nummer 26 hat irgendwie nicht funktioniert und jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich wirklich den richtigen PIN im Kopf hatte, dafür bin ich wieder ins Hostel zurück und jetzt mache ich mich wieder auf den Weg und versuche halt einfach bei einem anderen ATM, also bei dem dritten oder vierten ATM dann nochmal Geld abzuholen. Ich weiß auch nicht, warum das nicht geklappt hat, keine Ahnung, weil ich habe eigentlich alles entsperrt fürs Ausland. Ja, das ist halt so ein bisschen beschissen, weil ich habe halt doch, heute Morgen habe ich gefrühstückt, weil es gibt es halt bei uns auch kostenlos im Hostel. Aber ich habe halt gestern auch den ganzen Tag nichts gegessen, außer das McDonalds-Frühstück. Und so allmählich hätte ich schon mal Bock zu kochen, weil wir haben ja 2 Küchen und jetzt kann ich endlich selber kochen. Da habe ich halt richtig Bock drauf. Perth an sich gefällt mir super, es ist mega schön groß. Busse sind kostenlos in die Stadt. Ich bin total geflasht. So, deswegen gucke ich auch, ob ich hier einen Job kriege. Ich frage einfach heute schon mal bei Woolworth und Kohl's nach, ob die vielleicht was haben. Ja, und ich mache mich jetzt auf zum Bus und fahre in die Stadt, dann sehen wir.